Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Zerlo. Heute geht es um ein kleines Easter Egg hier in Pokémon Ultrasonne und Ultramon, beziehungsweise kein richtiges Easter Egg, eher ein kleiner Hinweis auf eine spätere Generation. Wir kennen das gute Kraftwerk hier, das Erdwärmekraftwerk, was so ein bisschen auf das Kraftwerk aus Kalos anspielt. Denn genauso wie in Kalos können wir hier nicht durch zu dem Kraftwerk, was ziemlich schade ist, weil ich das gerne echt mal erkundet. In Pokémon Feuerrot, Blakun konnten wir zum Kraftwerk hier leider nicht, genauso wie in Kalos. Aber wir können dafür in dieses kleine Haus hier reingehen. Hier gibt es einige Informationen, zum Beispiel der hier. Wir kommen im Erdwärmekraftwerk. Nimm dir etwas Zeit, um die Infotafel zu lesen, aber bitte nicht zu bekritzeln. Ja, also die labern alle so ein bisschen was hier auch. Viele Wissenschaftler Entdeckungen haben wir bestimmt alleine deinen Pokémon zu verdanken. Ja, also die labern hier alle ein bisschen und hier ist auch Alola Aish am Start. Aber das Wichtigste ist eigentlich hier im Fernseher. Und da steht nämlich, ein Dokumentarfilm über die Energiegewinnung aus der Erdwärme ist auf dem Bildschirm zu sehen. Ein Pokémon-Trainer aus einer weit entfernten Region, der dort als sogenannter Arenaleiter arbeitet, stellt darin gerade zusammen mit seinem Partner Pokémon Nachforschungen zur Erdwärme ein. Und ein Arenaleiter, der Nachforschungen zur Erdwärme an, also der die untersucht. Es müsste ja wahrscheinlich schon ein Feuer-Arenaleiter sein. Macht ja Sinn. Wärme, Feuer. Deswegen. Und er redet von einer männlichen Trainer. Und da bleiben natürlich nicht so viele. Es bleibt da halt nur Pyro an sich. Und dann halt noch aus Einal Mike, der in Orion City den ersten Ohren leitet. Und ich glaube, Mike könnte es halt nicht sein, da Mike halt, na, wie wir alle wissen, ein Pokémon besitzt, beziehungsweise ein Feuer-Pokémon besitzt hier. Und das ist Grillmark. Und ja, was will er damit halt anstellen? Pyro könnte schon eher was anstellen. Der hat sich ja auch um den Vulkan gekümmert, der in der Zinnoberinsel ausgebrochen ist. Pyro ist da schon eher ein taffer Kerl. Und der hat ja auch einige krasse Pokémon am Start vom Typen Feuer. Der könnte schon eher dort was reißen. Und beziehungsweise dort uns Informationen zur Erdwärme geben. Deswegen, das würde schon näher passen. Dann hätten wir noch Flavia als Feuerarenaterin, die aber leider eine Frau ist. Somit konnte die damit nicht übereinstimmen. Denn hier steht ja der Arenaleiter mit seinem Partner-Pokémon. Also es wird von einer männlichen Person geredet. Deswegen passt es auch nicht. Und wer dann noch am nächsten mitpassen würde, wäre Turner. Ist vom Typen Boden. Und ja, sein Pokémon Rockaiman kann sich auch mit Erdwärme, na, was heißt identifizieren? Also der kann Erdwärme aufspüren. Das steht zumindest in seinem Pokédex-Eintrag. Also der, das würde auch noch passen. Die Frage ist aber, okay, warum forschen wir jetzt nach älteren Arenaleitern? Das könnte auch sein, dass die hier, sie reden ja auch von einer weit entfernten Region. Und Kanto soll jetzt nicht allgemein so weit entfernt sein, schätze ich mal, von Alola. Weil ja sehr viele immer rüberreisen und etc. Und Pyro ist jetzt auch schon was älter. Vor allem spielt diese Edition hier 10 Jahre nach den Ereignissen in Heart Gold Soul Silver, so wie wir das hier mitbekommen haben. Deswegen kann das mit Pyro eigentlich schon fast gar nicht mehr passen. Deswegen schätze ich einfach mal, es wird halt wahrscheinlich Turner sein. Oder, was ich für sinnvoll halte, es geht um neue Arenaleiter. Einen ganz neuen Feuertypen-Arenaleiter. Und wir wissen ja aus älteren Pokémon-Spielen, zum Beispiel mit Sonnian und etc., dass, naja, aus älteren Spielen, für, naja, Spiele, die in der Zukunft noch kommen werden, also es war in Feuerrot bei Grün, hat einer über Sonnian geredet und es kam erst in Schwarz und Weiß vor. Und das ist ein paar Jahre her, dass die halt ein bisschen, ja, ein paar Informationen in derzeitigen Spielen reinhauen, für Spiele, die etwas später erst kommen. Also könnte es sein, dass hiermit auch schon ein Arenaleiter aus den nächsten Generationen gemeint ist. Aus der Generation hiernach oder der nach der hiernach. Und ich finde das mega interessant, dass man solche Easter Eggs hier wieder mit eingebracht hat. Es gibt verfickt viele Easter Eggs hier in Pokémon Ultrasonne und Ultramond. Wenn ihr wollt, dass ich weitere Videos zu Easter Eggs mache, könnt ihr das gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich finde das sehr interessant, muss ich sagen. Allgemein dieses ganze Kraftwerk hier. Ich möchte das mit euch noch ein bisschen besprechen. Wir haben hier ein weiteres Kraftwerk, was, ja, schon Ähnlichkeiten zu dem Kalos-Kraftwerk so ein bisschen aufbaut. Ich meine, wir können hier halt nicht durchgehen. Das ist halt sehr problematisch. Wir haben hier nur so ein Loch, wo wir mit dem Pokéfinder durchgucken können. Aber wir können hier nicht durchdringen. Das konnten wir in Pokémon X und Y auch nicht. Man hat immer gedacht, ey, vielleicht ist der Vulkanion hinter. Kann ja sein. Weil passt ja so ein bisschen dampfmäßig auch. Aber uns wurde halt nie was gesagt. Oder Magiana. Aber
es ist nie was damit passiert. Es ist ein ganzer Bereich, der verschollen ist. Ein ganzer Bereich. Und das gleiche haben wir auch mit dem Tennisplatz. Wenn nicht Tennisplatz, mit dem Golfplatz. Der auch versperrt ist. Und vielleicht werde ich mal wieder ein bisschen Untersuchungen einbringen und versuchen hier durchzukommen und über diesen Kraftwerksplatz mal rüber zu gehen. Vielleicht funktioniert das ja. Ich werde es ja versuchen. Werden wir vielleicht mal in einem weiteren Video besprechen. Das haben wir ja mit dem Tennisplatz, mit dem Golfplatz auch geschafft. Wir haben ja auch ein Video dazu gefunden, das wurde mir zugeschickt, wo wir uns das Ding mal angeguckt haben. Es ist sehr interessant. Aber vielleicht kommen wir auch irgendwie dahin. Es wäre auf jeden Fall relativ cool. Wie gesagt, in Carlos gab es auch ein Kraftwerk, wo wir nicht hinkommen konnten. Wo wir bisher immer noch nicht hinkommen können. Durch keine Möglichkeit, kein Event gab es dafür, gar nichts. Wirklich nada. Und hier gibt es ebenfalls wieder nichts zu. Aber gut, Leute, ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Haut rein. Euer Solo mit Pokémon, Easter Eggs und etc. Ciao.